So, meine Leute, ja genau. So, meine lieben Freunde, hier sind wir wieder bei einem neuen Video zu Budokai Tenkaichi 2. Ja, wir haben nur noch 15% vor uns, glaube ich. Und ja, wir sind jetzt in der GT-Story gerade. Genau, 15% haben wir noch. Wir sind jetzt beim ultimativen Cyborg und das machen wir auf jeden Fall jetzt. Wie gesagt, wir haben nicht mehr viel vor uns. Es kommt noch die ultimative Cyborg-Arc. Da müsste noch der Shenlong-Arc kommen. Und dann müsste noch die normale Dragon Ball Classic Story kommen. Und ja, dann haben wir durch. Aber danach sind wir noch nicht ganz durch, denn wir werden natürlich nochmal jeden Charakter einzeln testen. Und ja, wie gesagt, machen wir. Und dann, ja, fangen wir erstmal an hier. Super C17 kehrt als Dämon der Vergeltung aus dem Jenseits zurück. Dann wollen wir mal. Still burn for revenge. For this purpose, he has constructed a new Android 17 and sent it to fuse with the original 17 in the living world. Reborn as the ultimate Android Super 17, he now has but one objective: destroy Goku. His attacks thwarted by Super 17's ability to absorb vast quantities of energy, the battle has not gone well for Goku. But having now learned of the murder of his best friend Krillin, a mighty rage has erupted within him. Genau. So ist das. Krillin wurde ja von ihm gekillt, mehr oder weniger. Und ja. Okay, wir fangen an mit Trunks. Und fliegen in die Bergstraße jetzt erstmal. Ja. Komm schon. Nächstes Arc wird auf jeden Fall, nächstes Video wird auf jeden Fall interessant. Naja. Tief in den Höhen des Jenseits bilden zwei böse Wissenschaftler, die Son Goku beide hassen, eine Allianz. Gemeinsam bauen sie einen neuen Cyborg Nummer 17. Ihr Plan, die Welt zu erobern, ist gerade in Gang gesetzt. Als diese Energie, sie fühlt sich genauso an wie 18. Bist du 17? Ich töte dich zuerst. Was? Ja, macht eigentlich gar keinen Sinn, weil mein Trunks würde diesen Cyborg Nummer 17 würde er sofort auseinandernehmen. Aber gut. Ah, shit, zu langsam. Ja, auf. Der nächste Arc wird interessant. Wie gesagt, hier können wir dann endlich erstmal Super Saiyan 4 Vegeta spielen. Und natürlich noch Super Saiyan 4 Gogeta. Darauf habe ich schon richtig Bock. Wow, ich dachte jetzt gerade, wir treffen dich. Ich finde, man zieht aber auch wirklich mega viel, wenn man den Gegner so nach oben schlägt. Ja, super. Ja. Wenn der Gegner so nach oben schlägt und dann eine kleine Luftkombo macht, das zieht so viel. Ich weiß auch nicht, warum das so viel gezogen ist, aber naja. Wir haben den ersten Cyborg 17. Besiegt. Ja, interessant wird es ja gleich erst, wenn wir wieder Super Saiyan 4 spielen. Doch obwohl seine Mächte aus dem Jenseits deutlich überlegen waren, gab Trunks ihm nicht so einfach nach. Warum tust du das? Rache an Son Goku. Rache wofür? Sag es Son Goku, sag ihm, er soll herkommen und uns selbst bekämpfen, wenn er den Mut dazu hat. Nachdem er Trunks besiegt und weggeschickt hat, nimmt 17 sein nächstes Ziel ins Visier. Mein Gott, ich kann gar nicht mehr reden. War heute ein anstrengender Tag, Leute. Es ist wie gesagt schon wieder Abend, aber ich versuche heute auf jeden Fall das Spiel durchzuspielen. Mal gucken, je nachdem wie lange das dauert und ob ich darauf noch Bock habe. Damit ich auf jeden Fall jetzt die nächsten Tage damit anfangen kann, die Charaktere zu zeigen. Wenn ich damit die Charaktere fertig bin, gibt es erstmal wieder eine ganze Weile Szene, was zwei Mods. Oder kommt auch mal so zwischendurch wieder. Mal gucken. Wie gesagt, immer spontan. Son Goku nimmt 17 Herausforderung an, tappt in eine Falle und ist im Jenseits gefangen.
Mengoku ist aus dem Weg geräumt. Cyber 17 tötet Krillin und wendet sich C18 zu. Wie konntest du nur? Komm mit mir, 18. Du hast meinen Krillin getötet. Ich komme niemals mit dir. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Du lässt mir keine Wahl. Ich wollte dich leben lassen, aber es scheint, als müsste ich dich auch töten. Das ist für Krillin. Ja, Krillin ist halt, ja, C17 auf jeden Fall unterlegen, ist klar. Zack, was sieht 11.000 für so ein paar... Was sagen, steht heute auch noch mal auf. Und schon wieder perfekt. Und Cyboxen in diesem Spiel sind echt nice. Sie laden sich zwar nicht selber auf, aber die regenerieren ihr Ki schnell. Sehr schnell. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Der Arzt kämpft mutig, doch schließlich wird auch sie besiegt. Nerren. Die zwei C17 stehen sich gegenüber. Wie wird der schicksalhafte Kampf enden? Der schicksalhafte Kampf. Vegeta und Majoub. Diesen GT Vegeta gibt es ja noch gar nicht, stimmt. Der hässliche Vegeta. Man hat ja eine Beule in der Hose. Bang, bang. Schließlich fusionieren beide zum ultimativen Cyborg Super 17. Son Goku ist immer noch verschollen. Vegeta und die anderen müssen alleine kämpfen. Er hat fusioniert. Er ist so mächtig. Erfolg! Werde Zeuge der Geburt des ultimativen Cyborgs Nummer 17. Du dachtest, dein Plan könnte Erfolg haben, während Kakarot weg ist? Du wirst nicht lange genug leben, um seine Rückkehr zu erleben. Ja, oder auch leider Gottes doch. Leider Gottes doch. Ready. Ach ja, wie geht das immer noch? Nice. Super Saiyan. Meine Güte, bis die immer aufstehen, ist Weihnachten, ne? So, Dr. Gero haben wir schon mal in den Arsch getreten, jetzt kommt nur noch Super C17. Ach stimmt, GT, wie geht, da gibt's ja gar nicht. Gab es den nochmal, gab es den in Tenkaichi 3? Weiß ich gar nicht, ob es da nur so diesen GT, wie geht, da gab. War schon wieder perfekt. Wir haben es jetzt nur perfekt gemacht in diesem Arc. Beziehungsweise in dieser Mission. Was hier machen die Gegner überhaupt was? Klar, ich habe leichten Schwierigkeitsgrad. Ja, das schon, aber
Es ist doch trotzdem lustig. Gegen Super Saiyan 17 ist unglaubliche Macht und selbst diese sind selbst diese beiden hilflos. Wie immer hast du nur eine große Klappe. Warum gebe ich mich überhaupt noch mit dir ab? Dieses Monster. Verdammt. Dieser nichtsnutzige Kakarot. Wo bleibt er denn? Vegeta und Majub sind Super Saiyan 17 nicht gewachsen. Wo ist Sangoku in der Stunde der Not? Wedelt sich einfach eine Palme. Jetzt können wir wieder mit dem Zukunftsteam, sage ich jetzt mal so ganz blöd, kämpfen. Immer noch kein Zeichen von Son Goku. Son Gohan und Trunks greifen in den Kampf ein. Mein Papa ist vielleicht nicht da, aber ich bin es. Und ich erlaube dir nicht, die Erde zu zerstören. Jetzt entfessle ich meine ganze Kraft. Los, Trunks! Narren, keine Armee der Welt könnte einen Unterschied machen. Mein C-17 ist unverwundbar. Ja, ich bin auch unverwundbar. Aber ich meine, das Spiel ist wirklich extrem lang. Und das macht dieses Spiel auf jeden Fall schon mal aus. Dass es wirklich ein bombastisches Spiel ist. Vorab. Bam. Das hat er erstmal vor einer auf den Dong bekommen hier. Nein, das erste Mal, dass wir kein Perfekt erreichen. Egal. Und Son Goku ist wieder klein. In der GT-Saga gibt eigentlich gar keinen Sinn, aber okay. So, Dr. Gero ist tot. Oh Leute, ich freue mich schon auf Tenkaichi 3, keine Ahnung. Darauf habe ich richtig Bock. Huhu, der 17 ist gleich tot. Oh. Autsch. Hame, Hame. Ja, okay, das war nice. Nach und nach beugen sich Son Gohan und die anderen der Stärke von Super 17. Jetzt wirst du meinen Zorn spüren. Verdammt, wenn wir so weitermachen, werden wir alle getötet. Die Z-Kämpfer stehen vor der Vernichtung. Doch dann, nachdem er aus dem Jenseits gekommen ist, erscheint Son Goku plötzlich vor C-17. Super 17. Da ist er mit seinen Affenschwänzchen. Jujuju. Son Goku ist aus dem Jenseits zurück, um Super C-17 zu konfrontieren. Aber kann er die scheinbar endlose Macht des Cyborgs überwinden? Wer bist du? Ich bin nicht überrascht, ich bin Super Saiyan 4 Son Goku. In 4 Son Goku? Du bist ziemlich stark, aber du musst noch viel stärker werden, wenn du es mit mir aufnehmen willst. Ein Ende naht, du Esel. Oh ja, Super Saiyan 4 ist der Badass Boy. Weiß gar nicht, gab es hier schon einen kleinen Kid Goku? Glaub nicht, ne?
Ach ja, dieser Son Goku ist geil. Super Saiyan 4 ist nice. Oh oh. Komm her, mir Times 10. Oh, ich finde das so nice, diesen Son Goku. Und zack, kriegt er erstmal eine der Esel. Hohoho, nice. Komm her, ich trete jetzt voll in deinen Cyborg-Arsch. Aber laut, geh. Dragon Fist. Batsch. Finish. Stern Dragon Ball haben wir jetzt erhalten. Gut. Denke mal, jetzt gleich müsste die Story schon vorbei sein, aber es kann sich natürlich auch wieder ziehen. Wie ein Kaugummi. Gegen Super Saiyan 17s verstärkten Körper und seine Fähigkeiten, Energieangriffe zu absorbieren, kann selbst Son Gokus mächtigster Angriff nichts ausrichten. Mehr Energie hast du nicht zu bieten? Ich glaube es nicht. Er hat sogar meine 10-mal Kamehameha absorbiert. Ich glaube, achso. Wenn er so viel absorbieren kann, sieht das nicht gut für uns aus. Ich muss näher an ihn ran. Die Situation ist aussichtslos, als plötzlich ein neuer Kämpfer auftaucht. Jetzt bin ich mal gespannt, wer der neue Kämpfer ist. Der 18, oh Mann. Ich dachte, da kommt jetzt was Cooles. Nachdem seine 10 Mal Kamehameha keine Wirkung auf Super C17 hatte, gehen Son Goku langsam aber sicher die Optionen aus. Plötzlich erscheint Cyborg 18, die ihren gefallenen Ehemann rächen will. Wie konntest du mir meinen Krillin nehmen? Er hat Krillin? Ich werde dir niemals vergeben, niemals. Dafür wirst du bezahlen. Ich besiege euch beide gleichzeitig. Das denkst auch nur du. Son Goku wird dich jetzt fertig machen. Er macht dich fertig wie ein Reddig. Was auch immer. Ich finde das immer so nice, wenn das Haus so kaputt geht. Nein, aua. Dreck. Finish! Easy erledigt den Esel. Und damit haben wir die Story schon abgeschlossen. Es ging schnell. Böser Drache, ja, habe ich mir gedacht. Dann werden wir im nächsten Part auf jeden Fall den Shenlong besiegen. Das heißt also, im nächsten Part sehen wir Super Saiyan 4 Vegeta, Super Saiyan 4 Son Goku Action plus auch Gogeta. Wie kann es sein, dass ich nicht alles absorbieren konnte? Der Kampf ist sehr intensiv, doch am Ende können Son Goku und Cyborg 18 Super 17 an seiner Schwachstelle treffen. Mit Cyborg 18 ist der Sieg teuer erkauft, denn der Kampf hat sie einen Ehemann und einen Bruder gekostet.
Warum musstest du Krillin das antun? Es war nicht C17 schuld. Mio und Giro haben ihn ausgenutzt. Deadass. Nachdem sie unzählige Hindernisse überwunden haben, können die Z-Kämpfer endlich Dr. Geros Plan vereiteln. Wieder einmal beschwören sie die Macht der Dragon Balls. Krillin wird wieder zum Leben erweckt und es kehrt Frieden ein. Gut, einmal schnell speichern. Und dann sehen wir uns im nächsten Part bei Shenlong. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich hoffe auf jeden Fall. Wie viel Prozent haben wir jetzt? 87, gut. Böser Drache der totalen Zerstörung. Jo. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.